Das ist der Silver Ranger S, eine ja, sehr einfache, aber extrem leistungsfähige Busole. Und wenn dich interessiert, was das Teil kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, Silver, das kriege ich nicht auf, aber jetzt. Silver Ranger S, eine Busole, eine sehr leistungsfähige Busole. Ah, da sieht man die Kamera jetzt mal. Ja, schau, ja, egal. Eine leistungsfähige Busole, die aber noch ein vernünftiges Maß hat, mit der man sehr gut im Gelände arbeiten kann, im Wald arbeiten kann, aber auch auf der Karte. Und warum stelle ich diesen Kompass jetzt vor? Erstens, weil ich ihn genial finde. Und zweitens, liebe Grüße an den Jürgen vom Mediamarkt in St. Pölten. Der hat mich auf die Idee gebracht zu sagen, Reini, stell nicht nur einzelne Ausrüstungsgegenstände vor, sondern mache eine ganze Serie. Und daher fange ich jetzt mit der Serie an, Kompass, Busole im Outdoor-Bereich und zeige ganz einfach, was ich habe da rein nach und werde dann am Schluss mit meinen 6 Lieblingsbusolen und Kompassteilen, die ich halt draußen habe, ein Komplettvideo machen. Gut, wie auch immer. Warum dieses Teil hier? Ich bin jetzt gerade dabei gewesen, einen Teil zu drehen für meinen Survival-Orientierungs-Online-Kurs, und zwar den Stockkompass. Und das habe ich mit diesem Teil hier gemacht. Wenn dich das interessiert, Link findest du unten. Dieser Kompass hier, diese Busole, ist ein Kompass und Busole gleichzeitig. Und was ich extrem super finde, so, da stelle ich dich jetzt um, was ich extrem super finde, ist, dass sie sich sehr schnell einstellt. Und das ist für mich ein Qualitätskriterium für einen Kompass. Also wenn ich da jetzt einmal 3 Jahre warten muss, bis sich die Nadel nach Norden einstellt, dann ist es nicht das, was ich will. Vielleicht war das im Zweiten Weltkrieg so. Ich habe auch einen deutschen Wehrmachtskompass. Da hat man gebraucht, bis sich das eingependelt hat. Ist okay, aber im heutigen Technik muss das flott gehen und das tut das sehr, sehr gut. Was man auch taugt bei diesem Silver hier, ist, dass sich dieser Drehring, den man ja fürs Winkelmessen, also für die Marschzahl und für die Positionsbestimmung immer wieder braucht, sehr einfach geht. Ich habe ja auch etwas von Rekta bzw. jetzt ja von Sunto, und da geht das teilweise nicht so wunderschön, nicht so einfach. Und ja, das liebe ich ganz einfach an diesem kompakten Kompass. Was er auch hat, was ich sehr gut finde, nämlich fürs Kartenarbeiten, einerseits hier ein Lineal, ja, hier mit Maßstab 1:50 und 1:25.000. Genau das, was man ja meistens in den Karten auch wirklich zur Verfügung hat. Und was du da innen drinnen siehst, da, ja, wenn du in die Kompassrose reinschaust, du siehst hier solche Hilfslinien, die braucht man dann nachher um mit der Karte arbeiten zu können. Und das macht er, und das ist voll super, und das finde ich einfach genial. Er ist auch sehr gut ablesbar, einerseits bei Tag, logischerweise, aber auch in der Nacht, tatsächlich auch in der Nacht. Wie meine ich das? Du hast hier luminisierende Punkte eingebaut, ja, und auch auf der Nadel. Das heißt, du kannst dich auch hier, wenn du mal mit der Lampe drauf leuchtest und dir das Ganze dann wieder zuklappst und dann rausnimmst, so ungefähr eine halbe Stunde leuchtet das massiv und wird dann natürlich immer weniger und musst du dann immer wieder mal ein bisschen nachbauen. Aber im Großen und Ganzen geht das sehr gut. Und auch da in der Mitte hast du noch einmal... Da in der Mitte ist noch einmal so ein luminisierender Punkt, und das ist ganz nett gemacht. Was sie super gemacht haben, was mir echt taugt, ist der Spiegel. Der ist wirklich einerseits leistungsfähig, und was sie eingebaut haben, sind diese Hilfslinien hier. Und das hilft dir natürlich, wenn du jetzt hergehst und eine Peilung nimmst, sehr schön, weil du dann genau ablesen kannst. Wenn du genau da durchschaust, siehst du auch, und dazu komme ich jetzt, genau hier kannst du die Grad ablesen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, und anscheinend bin ich so interessant, dass hier, schau mal her, ein kleines Rehkitzel, das muss ich jetzt leider, ich weiß, eigentlich wollen wir ja was anderes tun, aber das beobachtet mich schon die ganze Zeit und geht nicht weg, und ich habe mir gedacht, ich lasse dich auch einmal mitschauen. Ja, das Kitzel schaut mir schon die ganze Zeit zu. Ich glaube, das ist eine Lady, oder es wird eine Lady, ja genau. Die schaut man schon die ganze Zeit zu und denkt sich, was macht der Irre da in meinem Wohnzimmer? Aber so ist die Welt. So, haben wir gedacht, das zeige ich dir ganz einfach. Dann bleiben wir gleich in der Perspektive. Also das ist wirklich sehr schön gemacht. Was ich auch gut finde, ist Multi-Use und Dinge, die man ohnehin braucht, gleich zu verbinden. Und zwar dieses Umhängedingsbums hier, ja. Das braucht man meiner Meinung nach. Es ist auch gut gemacht, wie bei vielen anderen nicht der Fall. Ich kann mir nicht aufhängen, weil ein Sicherungselement eingebaut ist. Das heißt, wenn ich irgendwo hängen bleibe, geht das auf. Und das hat einen weiteren Vorteil, dass sie hier, ja, schau, einen
eine Maßeinheit aufgebaut haben auf dieser Seite und hier auch auf dieser Seite. Das heißt, ich kann in der Karte, das eine ist 1 zu 50.000, das eine ist 1 zu 25.000 und 1 zu 24 und 1 zu 62,5, ja, und kann hier auch eine Strecke rausmessen und ich finde das einfach fein, wenn sich jemand etwas überlegt bei der Ausrüstung und etwas kreiert, das man wirklich brauchen kann. Und das finde ich einfach super und das ist auch hier gegeben. Was sie auch gemacht haben, ist hier am oberen Teil, auch da ist ein luminisierendes Phosphor-Dingsbums. Und das ist dann zum Beispiel cool, wenn ich jetzt hier zum Beispiel man nimmt eine Peilung in der Distanz und die ist halt manchmal nicht eben. Da bin ich jetzt in einer absoluten Ebene, da soll das alles gut sein und da ist das auch alles okay. Aber wenn ich eine Peilung nehme, etwas höher, zum Beispiel, da ist ein Hügel vor mir und ich will das Gipfelkreuz oder einen alleinstehenden Baum oder was auch immer hernehmen, dann müsste ich den Kompass ja so raufkippen und das kann der nicht. Ich habe vor einiger Zeit den Plastimo vorgestellt, Link gebe ich dir da, der kann das, den kann man auch schräg halten, dafür ist er zum Kartenarbeiten wiederum nichts. So ist die Welt, gut. Und das kann ich hier auch tun und habe dann gleich, wenn ich reinschaue, auch bei Nacht nämlich, genau diesen Punkt hier, um schön messen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe wahrscheinlich schon wieder 10 Minuten geredet, tut mir leid. Der Kompass oder diese Busole ist meiner Meinung nach ein super Einsteigerteil, das sogar noch ein bisschen mehr kann, als der Einsteiger braucht. Ich bin der Meinung, dass er absolut top ist. Er hat halt keine Lupe, aber ist halt so. Du hast einen Spiegel, einen sehr sehr leistungsfähigen Spiegel dabei. Und wenn ich mir jetzt einfach nur einen normalen, es gibt einen normalen Ranger auch, der hat diesen Spiegel hier nicht, den habe ich auch, den werde ich auch einmal vorstellen. Oder eben den hier mit dem Spiegel, dann ist meiner Meinung nach, nimm den mit dem Spiegel, weil du einfach bei der Arbeit im Gelände noch einmal genauer arbeiten kannst, als nur diese grobe Schätzung, die ohne einen Spiegel ja, einfach nur möglich ist. Das war's an der Stelle. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, um einen Daumen nach oben. Link zu dem Produkt und auch zu meinem Kurs findest du unten. Und ja, das Regi ist noch immer da hinten unterwegs. Ich weiß nicht, was da los ist. Eigenartig, habe ich so noch nie erlebt. Ja, ich sage danke ganz einfach. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt, dein Reini Rossmann. Bis bald, ciao.